Der Zottbach bei Pleistein in der Oberpfalz. Kein reißender Fluss und doch für Kinder eine tödliche Gefahr. 1766 versucht der 6-jährige Georg Michael Wittmann, hier auf die andere Seite zu gelangen. Doch das Holz, auf das er seine Füße setzt, entgleitet. Er stürzt, fällt kopfüber in den Bach. Nur mit äußerster Kraftanstrengung gelingt es ihm, sich aus dem Wasser zu befreien. Für ihn gibt es keinen Zweifel. Das rettende Eingreifen himmlischer Mächte hat ihn vor dem frühen Tod bewahrt. Sein Leben lang wird er daran nicht zweifeln, dass Gott an seiner Seite steht. Das Oberpfälzer Pleistein, 100 Kilometer nördlich von Regensburg. Nicht weit davon der Weiler Finkenhammer. Hier lebt der Hammerschmiedbesitzer Franz Michael mit seiner Frau Maria Anna. Am 22. Januar 1760 erblickt ein Bub als zweites von 9 Kindern das Licht der Welt. Sie taufen ihn auf den Namen Georg und Michael. Es ist ein mystischer Ort, vor allem wenn der Oberpfälzer Nebel das Kirchlein mit fahlem Licht umfängt. Immer wieder begleitet der kleine Michael seine Mutter zum Marienwallfahrtsort Fahrenberg. Der Glaube spielt im Elternhaus eine große Rolle. Ein Biograf wird über Wittmann einmal sagen, er habe die Frömmigkeit mit der Muttermilch eingesogen. Die Begabung des Jungen fällt früh auf. Mit 8 Jahren erteilt ihm der Nachbarpfarrer Lateinunterricht, denn er soll eine höhere Schule besuchen. Amberg. Ab 1770 besucht Georg Michael hier das Jesuitengymnasium. Bereits als 12-Jähriger liest er die Kirchenväter in Latein. Mitschüler staunen, weil er es beherrscht wie seine Muttersprache. Nach dem Abitur erhält der begabte Wittmann ein Stipendium. Seine Lehrer schicken ihn nach Heidelberg. Heidelberg am Neckar. Hier wird Wittmann in das kurfürstliche Seminar Carolinum aufgenommen. Während seiner Studienzeit von 1778 bis 1782 erlernt er nicht nur orientalische Sprachen. Er beschäftigt sich auch intensiv mit dem Konzil von Trient. Dennoch schließt er die Studien nur mit dem Doktorat in Philosophie ab. Auf die Promotion in Theologie muss er verzichten, weil es ihm an den 200 Gulden dafür mangelt. Er kehrt zurück in seine Heimatdiözese. Der Dom zu Regensburg. Am 21. Dezember 1782 wird Georg Michael Wittmann in der Michaelskapelle des Domkreuzganges zum Priester geweiht. Sein Wunsch, außerhalb der Bischofsstadt als Dorfpfarrer zu wirken, wird ihm erfüllt. In Chemnatz bei Furn, Kaltenbrunn und Miesbrunn wirkt er fortan als Seelsorger, gibt den Menschen Halt in stürmischen Zeiten. Die politischen Wirren der Zeit erreichen auch die Menschen auf dem Land. Also da ist es natürlich ganz wichtig, irgendwie den Kompass so zu bewahren, denn es verändert sich undenkbar viel, für die damalige Zeit undenkbar viel und mit einer Geschwindigkeit. Aufklärung, französische Revolution, Säkularisation, die napoleonischen Kriege, die Neugründung von Staaten. All das, das wirkt sich auch bis in die Familien und bis in die kleinsten Lebensbereiche aus und hat Konsequenzen jedenfalls. Und das fordert natürlich heraus, das fordert auch also einen Priester, der für die Menschen ja da sein will, wie Wittmann, das fordert ihn heraus. . 1788 beruft ihn der Fürstbischof zurück in die Bischofsstadt. Am dortigen Priesterseminar soll er als Stellvertreter des Regens wirken. Um ein Haar hätte er seine kirchliche Karriere frühzeitig selbst beendet. Als sein Bischof Josef Konrad, Freiherr von Schrottenberg, 1798 einen Hirtenbrief verfasst, der für Wittmann ein Zugeständnis an den Zeitgeist ist,
widerspricht er dem Oberhirten in einem Brief. Die Kritik, die er da geübt hat, war insofern berechtigt, als es natürlich auch Bischöfe gab, die ein bisschen zu sehr aus dem Kelch der Aufklärung genippt hatten. Er hat ja seinem Bischof damals vorgeworfen, dass von Jesus Christus überhaupt nicht die Rede ist und vom Glauben. Und das war mutig, aber es hat dann doch nicht die befürchteten Konsequenzen gehabt. Der Bischof hat sich das auch sagen lassen. Da zeigt sich dann doch auch, welcher Mut einer echten geistlichen Existenz geschenkt sein kann. Anstatt ihn für seinen Widerspruch zu bestrafen, überträgt ihm der Bischof 1802 noch mehr Verantwortung. Er ernennt ihn zum Regens des Priesterseminars. Das ehemalige Jesuitenkolleg St. Paul. Hier soll der künftige Klerus ausgebildet werden. In 4 Jahrzehnten gelingt es Regens Wittmann, junge Menschen wieder für den Priesterberuf zu begeistern. Am Ende werden es 1500 sein, denen er seine Prägung mit auf dem Weg gibt. Er will den künftigen Seelsorgern vermitteln, was auch ihn fesselt. An erster Stelle die Heilige Schrift. Um das Wort Gottes noch tiefer erfassen zu können, hat Wittmann die Ursprungssprachen der biblischen Texte erlernt. In Vorlesungen vermittelt er sein exegetisches Handwerkszeug seinen Studenten. Dazu verfasste er 2 Handbücher zur Bibelwissenschaft. Aber nicht nur seine Seminaristen sollen von seiner Beschäftigung mit der Bibel profitieren. In 24 Auflagen bringt er seine Übersetzung des Neuen Testaments unters Volk. 74.000 Exemplare, die das Wort Gottes in die Familien tragen. Zunächst mal ist es ja auch nichts Selbstverständliches, dass man als Katholik die Schrift an den Mann bringt. Denn es war seit der Reformation hoch umstritten, ob man den Gläubigen etwas Gutes tut, wenn man denen die Bibel gibt oder nicht die Bibel gibt. Denn es gab natürlich, so sage ich mal, der engere konservative Standpunkt, der vor allem in den romanischen Ländern beheimatet war, der sagt ja, wo kommen denn diese ganzen reformatorischen, protestantischen Irrtümer in deren Augen, wo kommen diese Irrtümer her, weil jeder frei die Bibel auslegt sozusagen. Also die Bibel nichts für Laien. Und auf dem Konzil von Trient war das eine ganz große Debatte, soll den Laien erlaubt werden, die Bibel in der Volkssprache zu lesen oder nicht. Und es gab dann den Kompromiss, dort wo es schon üblich ist, also gerade in den mitteleuropäischen, nördlichen Ländern ist es weiter erlaubt, aber eben gut katholische Übersetzungen. Dort, wo es nicht üblich ist, wo es keine Protestanten gibt, da soll es dem nicht so sein. Also man sieht, die Bibelübersetzung war etwas, was umstritten war. Und jetzt, Wittmann ist ein Bibelgelehrter, der sich dafür einsetzt, die Bibel, das Neue Testament, das soll das Volk lesen. Die Psalmen waren etwas, was für Wittmann ganz wichtig ist. Und für Wittmann geht keine Gefahr von der Bibel aus, sondern ein unheimlicher Reichtum, weil man da ganz viel über den Menschen und seine Geschichte mit Gott lernen kann. Und deswegen setzt sich Wittmann eben auch dafür ein, nicht nur in seinen Predigten, sondern eben auch die Bibelübersetzung, dass die dem Volk sozusagen gegeben wird. Nicht weit vom Priesterseminar eine alte Pestsäule. Der steinerne Christus ist Wittmann eine tägliche Mahnung, seine Seminaristen in eine jesuanische, priesterliche Lebensweise einzuführen. So wie Jesus seine Apostel in 3 gemeinsamen Lebensjahren auf ihre Aufgabe vorbereitet hat, so will auch er die Priesteranwärter durch sein Beispiel formen. Fundament einer priesterlichen Existenz ist für Wittmann das Gebet. 4 bis 5 Stunden täglich legt er den Priestern ans Herz, sollen sie dafür vorsehen. Messfeier, Schriftlesung, Stundengebet und Meditation sind für Wittmann Räume der Gottesbegegnung. Ja, weil nur wer mit Gott in Verbindung steht, wer im Gebet, in der Anbetung, dieser Grundhaltung der Gottesverehrung, der Gottesfreundschaft, der Jesusbeziehung lebt, wird auch mit Substanz was sagen können. Wer sich das nur anliest oder irgendwas von jemand anderem formulierten vorliest, der wird die Herzen der Menschen nicht erreichen. Das biblische Wort von den unter die Wölfe gesandten Schafen nutzt Wittmann, um zu verdeutlichen, dass sich priesterliches Leben vom Alltag der Menschen abheben muss. Er fordert Demut und Bescheidenheit, mahnt zum Verzicht auf das Streben nach Anerkennung und Ehre. Und er erinnert die Seminaristen an die missionarische Dimension des Christentums.
Dem Priester müsse es darum gehen, Seelen zu Gott zu führen. Um genügend Zeit dafür zu finden, solle man, so Wittmann, eher beim Schlaf sparen. Allzu viel davon sei, wie er meint, ohnehin ungesund. Es gab zu Zeiten Wittmanns noch nicht das Internet, aber es gab das Wirtshaus und es gab viele andere Dinge. Gegen einen gepflegten Restaurantbesuch oder gegen Geselligkeit wird man schwerlich etwas einwenden können. Man muss ja nicht das gesellschaftliche Leben in jeder Hinsicht meiden oder ablehnen. So würde ich jetzt Wittmann auch nicht in die heutige Zeit übersetzen wollen. Aber dahinter steht die Frage einer gesunden Lebensordnung. Ja? Und da muss jeder für sich den Rhythmus finden. Aber dass die Zeit ein Geschenk ist, mit der ich auch gut umgehen können muss und wo ich sehr schnell verschlampen kann, ja, da meine ich, ist Wittmann nach wie vor sehr, sehr ernst zu nehmen. Regensburg, jahrhundertelang bedeutende Reichsstadt. Nicht wenige Bürger haben es zu Wohlstand gebracht. Doch in den Wirren zur Zeit Wittmanns wächst die Armut. Auch wenn er, wie viele Bilder zeigen, in sich gekehrt durch die Straßen geht, für die Not der Menschen hat er einen wachen Blick. Er muss sehr in sich versunken und auch sehr demütig, immer mit gesenktem Kopf, so wird erzählt, also durch die Straßen gegangen sein, hat ihn aber nicht daran gehindert, voll präsent zu sein, auch was die rein materiellen Nöte der Menschen betrifft. Er hat ja dann auch diesen Hungerwinter 1816, 1817, miterleben müssen, wo ganz schwache Ernteerträge nur waren und sich dann massiv auch dafür eingesetzt, dass den Leuten in ihrem Hunger auch entgegengekommen wird. Also er war bei den Leuten, weil man gesehen hat, da stimmen Wort und Tat, da stimmt Verkündigung und eigenes Leben in einer außergewöhnlichen Art und Weise zusammen. Und wir wissen, dass er einen ganz großen Teil seines Vermögens, seiner Einnahmen immer wieder für Arme gespendet hat und dass er wirklich durch Regensburg gezogen ist. Die Leute wussten, der gibt. Er hat sich da bestimmt auch ausnutzen lassen, aber er hat selbstlos gegeben und hat es verteilt. Also das war für ihn das Zeugnis von Selbstlosigkeit und letztlich das Zeugnis für seinen Glauben. Unmittelbar neben dem Dom St. Ulrich, zur Zeit Wittmanns, sitzt der Dompfarrei. 1804 wird ihm zusätzlich zu seiner Funktion als Regens auch die Dompfarrei mit 8000 Seelen übertragen. Die Beerdigungsstätte der Pfarrei liegt außerhalb der Stadtmauern. Hier, wo Wittmann immer wieder Gemeindemitglieder auf ihrem letzten irdischen Weg begleitet, lässt er das Peterskirchlein erbauen. Fast täglich kommt er hierher, um der Toten zu gedenken. April 1809. Französische Truppen belagern Regensburg. Da sich die dort verschanzten Österreicher weigern, die Stadt zu übergeben, eröffnet Napoleon das Feuer. Kanonenkugeln reißen nicht nur Mauern ein, sie bringen Türme zum Einsturz. Feuer breitet sich aus. Wittmann läuft auf die Straße, versucht mit Löscheimern und Wasserspritzen gegen den Raub der Flammen anzukämpfen. Besonders schmerzt ihn, dass kaum andere Bürger mithelfen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Tumultartig versuchen sie, ihre Habe zu retten, sich in Sicherheit zu bringen. Er muss zusehen, wie ein Haus um das andere angesteckt wird und so das ganze Viertel abbrennt. Zu allem Unglück kommt noch hinzu, dass Bewohner, die ihr Hab und Gut retten möchten, von plündernden Soldaten überfallen werden. Mittlerweile brennt auch das Priesterseminar. Für die dort einquartierten, verletzten österreichischen Soldaten größte Gefahr. Zusammen mit Alumnen versucht Wittmann, sie aus den Flammen zu retten. Auf dem Rücken schleppt er Verwundete aus dem brennenden Komplex. Während er so Leben rettet, verbrennt sein eigenes Hab und Gut. Seine Privatbibliothek, vor allem seine umfangreiche Manuskriptsammlung. Sein geistiger Besitz, in jahrelanger, intensiver und mühsamer Forschungsarbeit zusammengetragen, wird ein Raub der Flammen.
Ihm ist es wichtiger, Menschen, seien sie nun Freund oder Feind, zu retten, als seine Unterlagen. In einer Art Galgenhumor meint er später, es ist gut, dass sie verbrannt sind. Vielleicht hätte man mich doch noch zur Herausgabe derselben überredet und ich mir auf das etwaige Lob derselben etwas eingebildet. Die Bilanz dieser Nacht ist verheerend. 150 Wohngebäude in Regensburg und 95 in Stadt am Hof sind nur noch ein rauchender Haufen. Jammergeschrei hallt durch die Gassen. Sterbenden Soldaten, aber auch den Opfern des Beschusses erteilt Wittmann die Sterbesakramente. Wittmann sieht das übernatürliche Heil aller Menschen, egal ob das jetzt pro Bayern, pro Frankreich oder pro Österreich sind. Ihm kommt es darauf an, dass der Mensch gerettet wird und nicht, ob jemand Franzose oder Österreicher ist. Die Tage und Wochen danach sind geprägt von Mangel. Wittmann muss sich mit einer Mahlzeit pro Tag begnügen. In sein Tagebuch notiert er: Ich sage dir Dank, o Gott, für diese elendste Lebensweise. Ich umfange dieses Kreuz, weil es so dein Wille ist. Die steinerne Brücke. Jeden Tag geht Wittmann über die Brücke nach Stadt am Hof, das auch zu seiner Pfarrei gehört. Der Stadtteil hat unter den kriegerischen Wirren besonders gelitten. Wittmann besucht Kranke und spendet Sakramente. Seine besondere Sorge gilt der Schulbildung von Kindern. In dieser Schule haben jahrelang Ordensschwestern Augustinerchorfrauen Kinder unterrichtet. Nachdem ihr Orden im Zuge der Säkularisation aufgelöst wurde, klafft eine schmerzliche Lücke. Wittmann war als Dompfarrer in Regensburg auch Schulinspektor für die Schule der Augustinerchorfrauen hier in Regensburg-Stadt am Hof. Er hat hier auch selber einige Fächer unterrichtet. Und Wittmann versuchte mit Hilfe seines Kaplans Maurer den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, was natürlich keine Dauerlösung war. Und so kam er auf die Idee, begabte Schülerinnen zu Lehrerinnen ausbilden zu lassen. Eine seiner Schülerinnen scheint ihm dafür besonders geeignet zu sein. Caroline Gerhardinger, Tochter eines Donauschiffers aus dem Viertel. Wittmann legt der 12-Jährigen ans Herz, sich zur Lehrerin ausbilden zu lassen. Carolina war zunächst nicht sehr begeistert von der Idee. Lehrerin war nicht ihr Traumberuf. Sie wollte eigentlich lieber mit dem Vater auf der Donau in fremde Städte fahren und etwas erleben und reisen. Sie hat sich aber dann doch bereit erklärt und mit zwei anderen Mädchen diese Ausbildung zur Lehrerin begonnen, die 3 Jahre dauerte und abgeschlossen wurde mit einer staatlichen Prüfung, die alle 3 übrigens hervorragend bestanden haben. Sie war dann mit 15 bereits königliche Lehrerin. Für Wittmann ist eine gediegene Schulbildung für Mädchen ein Herzensanliegen. Auch auf diese Weise will er die Weitergabe des Glaubens stärken. Die landläufige Meinung damals bezüglich Mädchenausbildung war ja eher so, dass Bildung für Mädchen eigentlich überflüssig ist. Für Wittmann überhaupt nicht. Wittmann sah in den Mädchen bereits die Frauen und späteren Mütter, die ja in ihren Familien die ersten Erzieherinnen wieder ihrer Kinder sind. Und durch gut ausgebildete Frauen wird auf die Familien, auf die Väter dann gut eingewirkt und durch die guten Familien kann eine ganze Gesellschaft erneuert werden. Mit Caroline Gerhardinger und ihren Gefährtinnen gelingt es Wittmann, die durch die Auflösung der Orden entstandene Lücke zu schließen. Den jungen Frauen wird sein Engagement für die Bevölkerung zum Vorbild. Wittmann hat ja oft unterschrieben mit Pfarrknecht. Also Knecht sein, der Gedanke des Dienens war ihm sehr wichtig. Und er schreibt an Carolina einmal, seien Sie eine Magd Ihrer Kinder. Und nennt dann einige Beispiele, wo sie versuchen könnte, dieses Dienen konkret in ihrem Alltag einzuüben. Eine Vitrine im Haus der armen Schulschwestern in Regensburg bewahrt Erinnerungsstücke an Wittmann. Darunter auch sein markanter Hut. Zu den aufbewahrten Gegenständen gehören auch Buchgeschenke für begabte Schüler, die Wittmann persönlich signiert hat.
Immer wieder hat er Kinder beschenkt. Wittmann hat ja oft auf Zetteln kleine Gutscheine an arme Kinder verteilt. Und da stand dann zum Beispiel Gutschein über ein neues Hemd. Und dann hieß es unten manchmal abzuholen bei Jungfer Gerhardinger. Also er hat da auch sehr eng mit den Lehrerinnen hier in Stadt am Hof zusammengearbeitet. Mit der Begleitung von Caroline Gerhardinger sichert er nicht nur den Schulbetrieb in Stadt am Hof. Als ihr Seelenführer unterstützt er sie dabei, einen eigenen Weg einzuschlagen. 1890 gründet Caroline als Schwester Therese einen eigenen Orden. Sie nennen sich Arme Schulschwestern. Wittmann war 24 Jahre lang geistlicher Begleiter und Mentor von Carolina Gerhardinger. In dieser Zeit hat sie seine Lebensweise und auch seine Spiritualität natürlich sehr gut kennengelernt und vieles davon auch für sich selber übernommen. Wittmann gilt bei uns als einer unserer Gründerväter. Also wir haben heute noch viele Züge in unserer Ordensregel auch, die auf Wittmann zurückgehen. Wittmanns rastloses Wirken in der Stadt bleibt auch seinem Bischof nicht verborgen. 1821 wird er in Absprache zwischen Staat und Kirche Domkapitular. Als Regens begleitet Wittmann weiterhin den Aufbau eines neuen Seminars, das ab 1823 im Obermünster seinen Platz findet. Er will, dass möglichst alle Priester im Seminar sind. Er will, dass die eine längere Zeit im Seminar sind. Die sollen abgeschottet sein, ein Stück weit von der Welt, weil sie eben dort lernen sollen, diese übernatürliche Sichtweise, dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes, wie stark das prägt, und das soll eben, geht eben für ihn nur durch Absonderung sozusagen von der Welt. Und damit entsteht etwas Neues eigentlich. Es entsteht ein neues Priesterbild, das Priesterbild des 19. Jahrhunderts, das vielleicht die Älteren von uns auch noch kennen, so die alten Pfarrer, die Pfarrergeneration der 1960er, 1970er Jahre. Da wirkt es sozusagen noch nach. Insofern war das ja auch eine Erfolgsgeschichte in seiner Zeit. Aber da entsteht sozusagen ein neues Priesterbild, bei dem Wittmann eben ganz maßgeblich war und das er ganz stark mitgeprägt hat. Ein Ölbild im Besitz der armen Schulschwestern. Es zeigt die Einsiedelei Frauenbründel bei Bad Abbach. Jedes Jahr, von 1800 bis 1832, verbringt Wittmann hier seine Exerzitien. Frauenbründel wird für ihn zu einer Kraftquelle. Ins Gebet versunken hat ihn der Künstler auf dem Ölgemälde dargestellt. »1829 erhält Regensburg einen neuen Bischof, Johann Michael Seiler. Bereits als Generalvikar hat Seiler den bescheidenen Wittmann schätzen gelernt. 1830 vertraut er ihm dieses so wichtige Amt an. In Stellvertretung des Bischofs visitiert Wittmann Gemeinden, gibt seine Impulse auch an die Pfarrer vor Ort weiter. Auch da, glaube ich, war Wittmann durchaus ein kluger Pastor, der gewusst hat, dass man nicht zuallererst mit dem erhobenen Zeigefinger kommt, sondern also auch mit einer gewissen Milde, aber dann bei ihm schon auch eine Strenge und auch eben vom eigenen Vorbild gedeckte Erwartungshaltung, dem Auftrag zu entsprechen. Nach nur 3 Jahren auf dem Bischofsstuhl stirbt Seiler 1832. König Ludwig I. steht das Recht, zu einem Nachfolger zu benennen. Er legt das Bistum in die Hände des Weihbischofs Georg Michael Wittmann. Den Bischofsstab von Regensburg in Empfang zu nehmen, ist ihm jedoch nicht mehr vergönnt. Noch bevor die Ernennung vom Papst bestätigt werden kann, verschlechtert sich der Gesundheitszustand Wittmanns rapide. Am 8. März 1833 lässt er sich in seinem Zimmer im Obermünster auf den Boden legen. Man bringt ihm ein Kruzifix. Im Blick auf den Gekreuzigten stirbt er. Seine Beerdigung wird zum Triumphzug. Tausende säumen die Straßen.
Mütter tragen, wie Chronisten berichten, ihre Kinder auf den Armen, um einen Mann zu feiern, der schon zu Lebzeiten im Rufe der Heiligkeit steht. Seine letzte Ruhestätte findet er im Regensburger Dom. Bis heute ist sein Grab ein Anlaufpunkt für Menschen, die überzeugt sind, dass ihre Gebete bei Bischof Wittmann ganz besonders aufgehoben sind. Bei aller Zeitbedingtheit, die Wittmann hat, diese Freude und Erlösungsgewissheit, geborgen zu sein in der Liebe Gottes, trotz aller Krankheit, allem Verhängnis, was mich bedroht, wo ich eigentlich Angst haben müsste, zu wissen, ich muss keine Angst haben, weil ich geborgen bin, das ist die große Botschaft Wittmanns, die eigentlich nicht veraltet, sondern die eigentlich für jede Zeit gültig ist und auch die große Chance für unsere Zeit ist. Ein Schreiben aus Rom, das Domvikar Georg Schwager, Leiter der Abteilung für Selig- und Heiligsprechungsprozesse, lange erwartet hat. Das Vatikanische Dekret bestätigt, dass Papst Franziskus Wittmann den heroischen Tugendgrad zuerkannt hat. Ein weiterer Meilenstein des 1955 begonnenen Seligsprechungsprozesses. Im Gebet erwarten viele den Tag, an dem Bischof Wittmann in das Verzeichnis der Seligen aufgenommen wird.